So. 332 Delta V machen es auch nicht so viel besser, obwohl man damit landen könnte auf Minmus. Okay, vielleicht konzeptionieren wir es dann doch einfach selbst. Ich überlege gerade, kriegen wir irgendwie. Oh, man könnte auch das Ding. Oh, ich könnte auch viel weniger Machinery mitnehmen, ne? Man kann ja Machinery hier unten reinpacken. Vielleicht nehme ich erstmal ein bisschen weniger Machinery mit. So. Was braucht man, um diese. Verdammt, schreibt mir mal ein paar Ideen, wie ihr einen Skycrane dafür bauen würdet. Ich bin mal gespannt, was ihr so dazu sagt. Bevor ich mir was anderes aus dem Gehirn ziehen muss. Hier braucht man, um das auszupacken. Braucht man. Man brauchte doch irgendwas, um das aufzublasen. 1000 Material Kits. Okay, dann sollten wir ein bisschen Material Kits doch mitnehmen. Nämlich genau genommen 2000. Und 500 ist dann gar nicht so gut mit Machinery, weil wir brauchen 500 Machinery, damit es überhaupt läuft. Zack. So, jetzt habe ich mich ein bisschen um mein Problem gedrückt. Also, wir haben ein bisschen Material Kits mitgenommen. Ich hoffe, das hat unseren Schwerpunkt nicht zu sehr verschoben. Nee, es geht. Mist. Okay, hilft alles nix. Es läuft wohl darauf hinaus, dass wir das Ding hier mit einem richtig funktionalen Skycrane versorgen müssen. Na gut, ich hatte gedacht, ich kann mich da ein bisschen drum rumschlawinern, aber nee. Das heißt aber auch, es wird dann wahrscheinlich wieder ziemlich fett werden. So, zack. Kleiner Dockingport. Probe Core. Das ist erstmal wichtig, damit wir das Ding fliegen können. Dann. Strom haben wir mehr als genug. Hätte ich gesagt, als nächstes. Ja, läuft wohl auf den Fuel Tank hinaus. Zack. Und dann gibt's ein Kontrollteil. Deine Kisten mit Spiegelmodus 2. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktionieren wird, weil das wieder dieses Triebwerkverteilungsproblem ergibt. So aus der Mitte raus waren die relativ gut zu steuern. Deshalb, ja, ich bin unsicher, ob das eine gute Idee ist, tatsächlich. So. 1, 2, 3, 4. So, kommen wir dann frei? Ja, die sind frei an allen Enden. Schwupp. Dann, Fuel Tanks. Stapel jetzt mal zwei übereinander. Gibt uns noch mal ein bisschen zusätzliche Reserve. So. Und seid ihr da? Die guten Sparks. 400 und ein bisschen. Ich mache jetzt sicherheitshalber noch mal die Fuel Pipes dazwischen, einfach damit es nicht daran liegt, dass das nicht funktioniert. Okay, also die scheinen zu crossfeeden, die Teile. Aber ich fühle mich ehrlich gesagt wohler, wenn ich es so mache. Ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich wohler damit. Ah. 3 Komma. Na gut. Autostrat. Autostrat jetzt hier einfach mal quer in der Gegend rum. Ja. Jawohl. So. Strom könnte man auch noch oben drauf erzeugen. Einfach passive. Das haben wir ja gelernt. Dinge schalten sich gerne ab und zu auch mal ab.
Dann können wir so ein bisschen passive Stromerzeugung noch spielen, indem wir das auf die Container packen. Das schadet ja zumindest nicht. So. Passt. Da bin ich noch unsicher, wie wir damit umgehen. Ich habe auch keine Ahnung, wie wir das Teil transportieren sollen, ey. Längs wird wahrscheinlich schwierig, ne? Wo es eigentlich auf längs hinauslaufen wird. Also ob es uns gefällt oder nicht. Wir müssen es eigentlich irgendwie so einpacken. Und Wodans Wolf, vielen lieben Dank für dein Follow und willkommen bei den Carbonauten und auch dir natürlich ganz viel Spaß beim Zugucken. So, jo, haben wir das? Wenn wir dann abkoppeln, ist oben auch nicht mehr viel zu erkennen. Jetzt kommt der spannende Teil. Wie bekommen wir das ins Weltall? Ich glaube, dass der Ansatz hier der bessere ist, was die den Fairing-Umfang angeht, obwohl ich ein bisschen Schiss habe wegen dem Skycrane. Aber so in die Breite wird es halt richtig schlimm. Ja. So, wir hatten jetzt hier im Inventory jeweils zwei Kirby-Troops drin. Ne, haben wir nicht. So. Die verdoppelt er nicht. Natürlich. Natürlich nicht. So, dann können wir nämlich noch Kirby-Troop-Trail-Anschlüsse hier später bauen. Jetzt kommt natürlich der spannende Part. Nee, mal umkonfigurieren. Bin mir unsicher, ob ich das für eine gute Idee halte, aber auf der anderen Seite ist es natürlich, vom Umfang her ist es relativ spannend, ne? So, das würde nämlich heißen, ich muss hier einmal den ansetzen. So. Das wäre jetzt relativ mittig. Wahrscheinlich kann ich es sogar noch ein bisschen verschieben. Ich finde die Idee eigentlich gar nicht schlecht. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktionieren wird, aber wenn wir den jetzt relativ mittig ziehen, haben wir zumindest nicht das Problem, dass der uns wegtüdelt und den Platz verbraucht. Genau, und dann könnten wir hier natürlich sagen, wir packen da jetzt auch noch einen Construction Port drauf und dengeln die dann zusammen. Höhentechnisch wissen wir, dass es funktioniert. So, jetzt wäre noch die Frage, kriege ich das so gedockt? Ne, da brauche selbst ich, glaube ich, mal ein bisschen RCS für. Zack. Und dann nehmen wir uns hier einen kleinen RCS-Tank mit. So. Obwohl, so viel brauche ich auch nicht. Ist da drin 60? Ja, ja. Das wird schon reichen. Es muss. Es muss. Sonst werde ich wahnsinnig. Okay, um eure Standardwünsche zu befriedigen, würde ich jetzt noch Lampen anbauen. Damit wir auch was sehen auf dem Minmus. Müssen wir mal gucken, was passiert, wenn ich das so mache. Passiert das, was ich erwarten würde? Das ist schön.
Und Wudanswolf, wenn bisher noch nichts bei dir ins Weltall fällt, dann guck am besten mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Da ist eine relativ frische Tutorial-Serie an den Start gegangen. Die ersten 4 Tutorials sind draußen. Und mit denen kommt man zumindest schon mal bis innen Mondflyby, also Moonflyby. Wenn man sich dran hält, was ich da so erzähle. Nur so ein Tipp. Ich habe jetzt die kleine Antenne. Man könnte natürlich noch gucken, dass man hier... Wollen wir noch Relay-Antennen haben? Wollen wir nicht Relay-Antennen haben? Ich glaube... Das ist eine Relay-Antenne, okay. Relay-Antenne mit 5 Millionen reicht uns erstmal. Für das, wir sind nur auf dem Minmus. Nicht am Ende der Welt. Okay, ich glaube... Ich glaube, so könnte es funktionieren. Das wäre dann die... Minmus... Nee. Das ist nicht nur Minmus, aber Wohneinheit 2. So. Gut. Speichern. Gut, jetzt müssen wir das Ding irgendwie mit einer Rakete verheiraten. Also, das hier hat 435 Delta V. 435 Delta V reichen für eine Landung. Ich brauche 240. Ja. Also, die Deutschmod, seid da sehr vorsichtig mit. Die ist teilweise schwierig, weil sie manchmal das Spiel zerreißt. Kann funktionieren, muss aber nicht. Spätestens, wenn ihr mit anderen Mods auch anfangen, kann das ganz schön hässlich werden. Zwischen Skycrane und Einheit fehlt noch ein Decoupler. Nee, Mickey, das ist mein Decoupler. Ich undocke dann den Dockingport. Das wird einfach so abgebaut. Gut, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Wir sind natürlich jetzt ein bisschen mit dem Gewicht nach oben. In dem jetzt müssen wir wahrscheinlich mit dem Dockingport arbeiten, damit ich den später abbekomme. So. Gut, jetzt muss ich das ein bisschen in die Mitte schieben, damit wir nachher keine bösen Überraschungen kriegen. Sonst wird das fies schief. Und fies schief ist nicht gut. So, so können wir uns nämlich dann abdocken. Ihr könnt einfach mit Ausrufezeichen Discord den Bot euch bitten, den Discord-Link zu posten. Das steht euch allen frei. So, damit sollte das eigentlich reichen. Bis nach Minmus. So. Enable Staging. So. Ja, kurz abbauen, nochmal anbauen. Und wahrscheinlich... Disable Crossfeed. So, jetzt haben wir das. Das sind 1000 Delta V. Das reicht exakt für den Transfer raus. Das ist gut. So, jetzt kommt der Coupling-Teil. Rocco Max Brand Decoupler. So, zack. Jetzt kommt ein Fairing. Jetzt bin ich mal gespannt. Also, wir machen hier wieder die Interstage Nodes an. Um ein bisschen Höhe zu gewinnen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie breit wir gehen müssen tatsächlich. Es wird ein bisschen was sein. Mal gucken, ob die Maximalspannweite reicht. Knappe Nummer. Ja, nicht ganz, ne? Da hätte ich jetzt Schiss, ehrlich gesagt. Da müssen wir die Arme ein bisschen reinschieben. Wahrscheinlich. Ja, minimal. Das wird nicht anders funktionieren. So, das müsste eigentlich reichen. Sonst kriegen wir... Also wenn ich sie zu weit reinschiebe, wird das Risiko zu groß, dass wir Hitze auf den Zentralblock bekommen.
Das sieht gut aus. Okay, da können wir wahrscheinlich sogar noch ein bisschen wieder rausschieben. Schwupp. Hinein ins Fairing. So. Ein bisschen was geht da noch. Ist alles sogar ganz normal Standard wieder. Okay, da hatte ich wahrscheinlich einfach nur das Fairing ein bisschen zu eng gebaut. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir auf jeden Fall irgendwas hier oben drin, ich würde mal hier sagen, Autostrutten gegen das Heaviest Part. Und ich hoffe, das war gerade, und den Autostrutten wir auf jeden Fall gegen das Root Part, damit die ihre Verbindung nicht auflösen, bevor wir miteinander fertig sind. So, und wir brauchen wahrscheinlich, daran haben wir jetzt nicht wirklich eine gute Antenne, ne? Wir werden wahrscheinlich mal eine High-Gain-Antenne noch mitnehmen, einfach sicherheitshalber. Gut, das passt. Hat sich da irgendjemand reingeschlichen? Nein. Okay. Ah, so. Was baust du da eigentlich, beziehungsweise was ist der Plan? Das wird ein Modul für die Minmus-Basis. Also das wird ein Wohnmodul, das auch schon mal ein bisschen beginnen kann, Sachen umzuwandeln. Also Dinge, die wir abbauen mit dem anderen Modul, was gerade unterwegs ist. Und das sind zwei Labore, also Pflanzenlabore mit dran. Also Agrikulturmodule, mit denen wir, naja, Pflanzen anbauen halt. Wie soll man das sonst nennen? Mit denen wir Pflanzen anbauen, genau. So, zack, Upper Stage. Das wird jetzt ein bisschen Bums brauchen wahrscheinlich. So, wir haben jetzt nämlich hier Körben vor uns. So, das sind 062, das ist schon nicht besonders gigantisch. Jetzt müssen wir uns eine echt gute First Stage bauen, damit das funktioniert. Und ich befürchte, die müssen wir diesmal tatsächlich groß skalieren. Hilft alles nix. So, zack, das wird auch gegen das Root Part gestruttet. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob dieser Adapter hier skalierbar ist. Jawohl, Gott sei Dank. Zack. Jetzt wird's spannend. Also, wir wollen eine etwas größere Rakete bauen, weil wir etwas größere Probleme heute haben, nämlich diese Geschichte hier ins Weltall zu bringen. Da ist jetzt auch eine Menge Sprit drin. Jetzt kommt natürlich der spannende Part. Ob diese Menge Sprit... Hier. Verdammt, Axt. Jetzt geht das wieder los. Ob diese Menge Sprit auch... ausreicht, um uns in den Orbit zu bringen. So. Erster Schwung. So, jetzt kriegt ihr nämlich auch eine Falcon 9. Weil. Jetzt müssen wir wohl oder übel 9 Triebwerke verwenden. Wahrscheinlich wird nicht mal das reichen. Schauen wir mal. Zack. Das gefällt mir jetzt nicht so. Das muss ich nochmal kurz abbauen. Because of reasons. Ich glaube, das machen wir mit einer 8er Verteilung. Geht das? Ja. Sonst wird mir das zu ungleichmäßig.
So. Sonst wird mir das zu ungleichmäßig. Reliance. Hallo? Zack. Damit haben wir viel zu wenig Schub. Oh oh. Okay, unsere Triebwerke sind zu muckelig dafür. Houston, wir haben ein Problem. Wie groß ist denn unser Master Engine from Hell? Könnte natürlich auch einfach so fliegen, ne? So, dann hätten wir damit 3,5. Das würde ungefähr reichen. In der nächsten Stage hätten wir dann nur... Irgendwas stimmt gerade nicht, oder? Das kann ja so nicht hinhauen. Zack. 258 Delta V. Wie kommt er denn da drauf, dass der 258 Delta V nur hat? Hatte ich eben noch 1000? Da ist irgendwas komisch. Achso, Fehler gefunden. Okay, also wir gehen da raus. 3,8. Passt eigentlich. Also gut, wir werden ein bisschen was verlieren unten raus. Muss ich jetzt sauber fliegen. Aber ansonsten, ist es ein bisschen. In der Upper Stage ist es ein bisschen knapp. Tatsächlich. Und da ist jetzt auch nichts wiederverwendbar, muss man auch ganz ehrlich sagen. Wir werden ein wenig Unterstützung brauchen, glaube ich. Let's do the Zusatzbooster thing. Zumindest für den Beginn. Dann können wir uns noch mal ein paar Delta V mit erkaufen. Und The Wonder Woman of Twitch. Ich glaube, da waren dann die Buchstaben zu alle. The Wonder Woman of Twitch. Vielen lieben Dank für dein Follow und ganz viel Spaß beim Zugucken. So, ich würde das da schon gerne anbauen. Zack. Autostrut gegen Heaviest Part. Autostrut gegen Good Part. Dankeschön. So. Engines hätte ich gerne zur Unterstützung noch diese hier mit dabei. Und ich möchte da gerne ein Aerodynamik-Hütchen drauf haben. Und ich möchte gerne, dass ihr den mittleren Tank mitspeist. Dankeschön. So. Wo ist mein Propcore, von dem aus ich kontrollieren kann? Der ist momentan dort. Okay. Das war die Lektion vom letzten Mal, den auf jeden Fall in Staging zu nehmen. Habe ich genug Reaction Wheels für dieses Monster? Ich hoffe, ich habe genug Reaction Wheels. Also da oben ist das Reaction Wheel am Sky Crane, was nachher auch hier das mitsteuern wird. Da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, weil es aus der Mitte raus agiert. Das Teil hier hat nicht so viele Reaction Wheels, hat aber durchweg lenkende Triebwerke. Das sollte dann eigentlich auch funktionieren. Also wir starten Atmospheric damit 1,65. Wir haben hinten raus dann doch deutlich mehr Delta V zur Verfügung. Das sieht gar nicht schlecht aus. Okay, also Wiederverwendbarkeit für diese Stufe mal abgesagt. So großen Scheiß haben wir noch nicht. So, zack.
So, und last but not least brauchen wir dann natürlich noch ein bisschen Kontrolle an der ganzen Geschichte. Ich nehme mal etwas größere. So. Die waren ja Control Services, oder? Ja. Sehr schön. Okay. Damit soll es eigentlich klappen, sagt die Theorie. Jetzt lass mich nochmal gucken. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Strom haben wir, aber recht gute Vorräte. Das sieht gut aus. Wir haben... ich nehme nochmal eine zusätzliche Antenne für den Part mit. Zack, zack, zack. So. Jawohl. So, damit haben wir... Es kann anbauen. Also... Essen, also Supplies herstellen. Es kann Habitation bieten. Es kann Strom erzeugen, wenn auch noch keine gigantischen Massen. Aber wir haben neben den Solarpanels eine unabhängige Stromerzeugung über das Scout Power Pack. Auch wenn wir jetzt noch keinen Reaktor hochgebracht haben. Es hat eine Ausgangstür, es hat eine Funkantenne. Wir haben ein paar Kirby Trails mit dabei, damit der Ingenieur das ganze Zeug miteinander verbinden kann, was wir jetzt landen. Ich glaube, es passt. Ich glaube, es passt. Und Delta-V-technisch sieht es auch okay aus, wenn ich es nicht versaue. Das liegt in meiner Hand, um es mal nett zu formulieren. Sollte hinhauen. Ich würde sagen, wir starten das jetzt einfach. Viel besser wird es nicht mehr. Das sind die. Zack. Wartet mal kurz. Das ist noch nicht gut. Das muss mit dem verheiratet werden. So, sobald wir auf der Stage fliegen, können wir dann irgendwann auch das Fairing aufmachen. Genau, das wollte ich noch einstellen auf vier Seiten. Clamshell 300. Dann können wir das nämlich das Gewicht schon mal loswerden unterwegs. So, oben ist noch eine Antenne auf unserem Skycrane drauf. Oh, Skycrane könnte... Da ist noch einfach... Weil sicher einfach sicher ist. So, bauen wir hier noch ein Expandable Solarpanel mit drauf. Gut, und dann starten wir das Ding in den Orbit. Und gucken mal, ob es diesmal klappt. Das werden, wenn nicht, knappe 400.000. Und wisst ihr, was mir einfällt? Wir machen das hier die ganze Zeit ohne Verträge. Vielleicht gibt es ja auch irgendwas, was man erfüllen könnte damit. Mann. Bevor ich jetzt losfliege... Und das alles für umsonst, also kostenlos ist. Umsonst ist hoffentlich nicht. Science Expansion for Minmo Space Alpha. With Modules Science Lab, nee, haben wir nicht mit dabei. Life Support Expansion. With Name Resource Converter. Bin ich sicher? Wo sollen wir jetzt schon wieder scannen? Auf dem Mond. Nee, danke. Ist das ein Resource Converter? Könnt ihr einfach mal probieren. Theoretisch sollte es ein Resource Converter sein. Wenn nicht, müssen wir halt mal einen hochbringen. Wir fliegen ja eh noch ein paar Sachen hin. Ah, 1000 Units of Ore from Minmus. Ich wüsste ja, wer daran arbeitet. Ich nämlich. Zack. Science Data from Space Around the Moon. Ja, kann man auch mal machen. Haben wir noch irgendwas Lustiges? Temperature Scan while docked with Minmus. Crew Rotation. Minmus Space Alpha. Ne. Okay, reicht das mal? Da haben wir ein bisschen was. So. Ha, und jetzt starten wir das Ding. Also, ich denke mal, wir werden heute im Stream. Ich starte das jetzt noch und dann gucken wir, dass wir die beiden Sachen noch versuchen zu landen. Dann sind wir für heute wahrscheinlich auch mehr oder weniger durch, denn es dürfte dann so langsam gegen 18 Uhr gehen. Aber wir gucken mal, wie weit wir noch kommen. Moon Expansion. Ja, irgendwann mal. Irgendwann mal. Oh, das war für die Moonbase Bravo. Echt jetzt? Oh, ich wollte Minmus Base. Na gut, dann müssen wir irgendwann mal was zur Moonbase Bravo hochbringen. Wir haben ja hoffentlich eine Weile Zeit. Habe ich nicht gut genug gelesen. So ist das, wenn man es schnell machen möchte. So. Gut. Zack. Und Vollschub ist drin und feuerfrei.
So, fliegen tut's schon mal. Das ist mal ein gutes Zeichen. Ich gehe schon mal ganz leicht Richtung Osten, damit wir unseren Gravity Turn vorbereiten können. Und jetzt nehme ich ein bisschen Schwung raus, damit wir nicht gleich die Gravitation in ihrer vollen Härte zu spüren. Die Gravitation, den Luftwiderstand. Aber jetzt passt das eigentlich. Wir haben langsam die ersten 1000 Meter hinter uns. Ja, dann nehmen wir mal Schwung, würde ich sagen, ne? Nehmen wir mal Schwung. So, Prograde die ganze Geschichte. Jetzt hier nehme ich wieder ein bisschen was raus. Wir werden uns zu schnell. Wenn ihr versteht, was ich sagen möchte. So, hier sollte noch nichts verbraucht werden. Das Electric Charge mit drin, auch abgefahren. So, Gravity Turn läuft. Läuft sogar ein bisschen langsam, aber ist egal. Wir verlieren gleich ein bisschen Thrust Weight. So, gleich ist Decoupling angesagt. Booster sind aus. Booster sind weg. Sehr schön. Wir sind bei 1,38er Thrust Weight. Die lasse ich jetzt mit Absicht gerade mal so niedrig, weil ich möchte, dass wir noch ein bisschen mehr die Nase rumbekommen. Oder ich zwinge die Nase einfach ein bisschen. Aber ich traue mich nicht zu übertreiben damit. Ich hoffe, der kommt jetzt von alleine runter. Ah, langsam. Langsam senkt er sich. Ist okay. So haben wir ein relativ tüdeliges... Wir nehmen Geschwindigkeit auf. Ich gehe mal noch ein bisschen runter mit dem Schub. Solange es positiv bleibt, ist er okay. Also ich warte jetzt, dass er auf die 45 Grad runterkippt, um ihm wieder voll oder noch weiter runterkippt, um ihm wieder Vollgas zu geben. Im Moment sieht es aber echt gut aus. Also ich reduziere jetzt einfach den Speed. Wir nehmen auf jeden Fall Fahrt auf. Das ist die Hauptsache. So, lass ihn jetzt langsam kippen. Ja, Höhe ist auch noch in Ordnung. Die nimmt Orbital Speed, wird sogar aufgebaut. Lalalala, das war ein bisschen schnell. Na gut, jetzt haben wir die Nase auch unten. Okay. Gut, ich übernehme jetzt mal selber das Steuer. Das sieht ganz gut aus eigentlich. Also jetzt heißt es nur noch beschleunigen. Volldruck auf das Riesentriebwerk. Aber wir sind schön rausgekommen. Also die Booster haben echt gut funktioniert, muss ich sagen. Jetzt gucken wir, dass wir noch schön Geschwindigkeit aufbauen auf der Stage. Solange es halt noch geht. Und einen relativ flachen Winkel nehmen, damit wir effizient bleiben. So, und dann werde ich gleich mal ausmachen, wenn die Apoapsis bei 80 Kilometer angekommen ist. Das ist jetzt der Fall. Dann können wir nämlich hier schon mal das Olle-Fairing aufmachen. Bitte geh nicht kaputt. Gut. Also seit diesem Fairing-Bug bin ich da echt ein gebranntes Kind, ne? Da bin ich echt ein gebranntes Kind. Extend Solarpanel und Extend Antennal. So, jetzt sind wir damit schon mal vorbereitet. Jetzt coasten wir kurz auf die 80 Kilometer hoch. Zip, zip, zip. Aber das ist doch die 1.3. Natürlich ist das die 1.3. Ich verstehe die Frage nicht. So. Prograde. Das ist ein bisschen zäh scheinbar. Na gut, wir haben echt nur einen so ein Reaction Wheel. Das zieht sich sonst jetzt. Ich gebe ihm mal ein ganz kleines bisschen Schub, dass er erstmal Prograde gehen kann. Da gibt es da noch den Fairing Bug. Nein, ich sage aber, ich bin ein gebranntes Kind von dem Fairing Bug. Und es geht einfach nicht mehr weg. Jedes Mal, wenn ich einen Fairing aufmache, sehe ich vor meinem inneren Auge, wie so eine Rakete in der Mitte durchgeschnitten wird. So, das meine ich. Nicht, dass der Bug noch da wäre. Und Phoenix Eyes, vielen lieben Dank für dein Follow und willkommen und auch dir natürlich viel Spaß beim Zugucken. Oh, da hat sich die Rakete aber auch exakt, guck mal, alle, exakt in dem Moment, wo der Orbit erreicht war oder noch nicht ganz erreicht war. So, wir stagen mal rüber auf die nächste. So, jetzt aber Orbit und 100.000 zurück von unseren großen Kosten, weil es einfach sackschwer ist. Massive Scale Launches for the win. So, wir wollen nach Minmus, auch mit dieser Rakete. Da ist übrigens der Falcon 7 Prototype. Also da ist unser Container, der Abbaucontainer unterwegs. Ich glaube, hier sind wir jetzt ganz gut später dran.
dass wir tatsächlich den Descending Node missbrauchen können, um nach Minmus zu fliegen. Schwupp. Was war da gerade? Für einen kurzen Moment meinte er, mir einen Counter geben zu wollen. Viel zu zeitig, mit irgendwas anderem wahrscheinlich. Vielleicht habe ich da den Mond getroffen oder so. Wer weiß das schon. So. Hoppla. Was ist da? Wo komme ich denn so tief raus? Was ist denn da los? Habe ich zu weit getüdelt? Ich glaube, ich habe zu weit getüdelt. Wartet mal. Da habe ich mich ein wenig verschätzt, glaube ich, durch den Winkel, mit dem ich da drauf geguckt habe. Ja. Alles gut. Ich hatte tatsächlich ein saures Encounter und bin dann einfach zu weit rausgegangen. So, da ist er, da bin ich. Das heißt, wir schieben ihn nach hier. So, ne. Können einfach ein bisschen mehr Gas geben. Jawohl. 564, 300 und ein bisschen, 300 und ein bisschen klang gut. Ja, und da ist dann auch Schluss irgendwie an der Stelle. So, tüfteln wir nicht zu sehr rum, wir nehmen den einfach so, wie er kommt. So. Und, nee, da wollte ich nicht hin. Warp to next Manöver. Nicht ganz. Warp mal hier so hin. Das müsste reichen für unser Vorhaben. Genau, jetzt beschleunigen wir das damit noch raus, bremsen und dann im Minmus-Orbit docken wir das einmal um an die Stelle ran. Bevor da große Probleme auf uns zukommen. Damit wir dann den Skycrane einsatzbereit haben. Also die Idee, den Skycrane so vorne ranzupappen, die ist tatsächlich gar nicht übel. Das macht vieles einfacher. So, jetzt müssen wir mal gucken. Nee, hör mal auf zu drehen. Also jetzt dreht er sich zumindest schon mal. Das ist eine schöne Sache. Jetzt müssen wir ihm nur noch beibringen, dass er sich bitte auch in die Richtung dreht, wo ich hin möchte. Also, das Reaction Wheel kann jetzt schon ganz gut Kontrolle ausüben. Das heißt, ich bin mal zuversichtlich mit der Basis alleine dran. Sollte das dann gut aussehen. So, langsames Bremsen. Gut, wir brauchen jetzt 931 Delta V, um den Transfer zu machen. In der jetzigen Stage haben wir noch 1000 und ein bisschen. Dann haben wir in der Stage unten drunter immer noch was. Also, da hat er irgendwie gerade ganz schlecht meine Delta V berechnet. Material Kits mit dabei, Machinery. Warte mal, die Material Kits hatte ich. Wofür brauchte ich die? Brauchte ich zum Ausklappen, ne? Ich glaube, die waren so berechnet, dass ich genau ausklappen kann. So, jetzt wird langsam das Manöver fällig. Ich gebe ihm mal ein bisschen Schub, dass er schneller rumkommt. Und dann gebe ich ihm ein wenig mehr Schub. Schwupp, für Vollgas. Jetzt fliegen wir erstmal unser Manöverchen. Beschleunigung raus nach Minmus. Trans-Minmus Injection, könnte man auch dazu sagen. Gut. Das sieht alles gar nicht schlecht aus. Dann werden wir wahrscheinlich in 14 Tagen. Okay, da haben wir sogar noch ein bisschen mehr Zeit. Dann machen wir zuerst die Landung von dem Teil da und dann das andere Ding hinterher. Die ist auch, also die von dem Container ist auch ein bisschen knapper gesized. Also da haben wir etwas weniger Toleranzen, um es mal so zu formulieren. Was das angeht, guck mal, wir können schon mal den Lichtschalter per Fernsteuerung ein- und ausknipsen.